Hi! Eine Turtok VMAX Kampfbox, zwei Pokeminaten und ein Opening. Hallo! Jawohl, ihr habt's gehört. The Master Hallo ist Hallo. Da. Hallo! Was haben wir da Feines? Eine wunderschöne Turtok VMAX Kampfbox. Ja. Ich persönlich bin ein Fan davon. Die Bisaflor hatten wir ja schon, ne? Yes. Haben wir schon gezeigt. Ist da was Gescheites rausgekommen? Ich möchte nicht viel vorwegnehmen, aber ich weiß, dass da nicht viel drin war. Aber ich hoffe, ihr nehmt es uns nicht übel, dass wir auch so schlechtere Kollektionen euch zeigen. Aber wir wissen es halt vorher nicht, ne? Eben, man kann ja nicht nachschauen. Also der Inhalt der Box steht hier, könnt ihr euch durchlesen. Aber wir gucken uns das sowieso gemeinsam an, nicht? Ja, aber man muss natürlich auch eines dazu sagen, die Turtok VMAX Boxen sind auch schon wieder extrem vergriffen. Ja, das heißt, das treibt den Preis wieder hoch. Ja. Habe also ich mir gedacht. Für UVP kaum noch welche. Für 30 Euro, sondern eher Richtung 40 Euro. War das bei der Bisaflor Box auch so? Da war der Preis auch etwas erhöht, aber nicht so hoch wie bei Turtok. Weil Turtok ist beliebter. Ja. Würde ich jetzt mal behaupten. Das würde ich auch so sagen. Richtig. So, du kannst mir das mal wieder rüberreichen. Kann ich dir mal geben. Schmuckstück, warte mal, die Codekarte nicht. Die habe ich, die Codekarte diesmal. Hast du die? Ah, ja. Gott sei Dank, okay. Erstmal die XXL Promo-Karte, die Blackstar Promo. Wunderschön, keine Frage. Die kennt man, die Karte, die Turtok VMAX. Ja, die habe ich auch nochmal in einer kleinen Variante. Ich lief sie dir aber schnell ein erst. Ja, zeige ich auch gleich. Meiner Meinung nach eine Besonderheit, die Sleeves. Bitteschön. Und die zeige ich auch mal kurz, genau. Die Originalgröße. Ja, die Sleeves nochmal kurz, die sind halt wirklich in den Boxen richtig geil, ne? Da kann man nichts sagen. Es sind 65 Stück. Ja. Warum eigentlich 65? Mein Deck genau besteht aus 60 Karten. Genau diese Frage habe ich dem Daniel gestellt, als wir die Box aufgenommen haben. Ja, und? Was hat er gesagt? Zu dem Ergebnis gekommen, falls du natürlich während dem Turnier was tauschen willst, ne? Ja. Könnte. So, oder du verlierst mal ein Sleeve und hast halt Ersatz zu Hause, ne? Ja. Also zweimal Kampfstile, einmal Ultra Prisma, einmal Flammende Finsternis. Ja. Not bad. Ganz gut. Willst du anfangen? Soll ich? Ne, leg doch los, wenn du schon. Dann mache ich mit Kampfstile. Achso, die Sleeves brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Ja, mach mal so. Very nice. Very nice. Ja. Jetzt hoffe ich doch mal, dass wir den Kollektionenfluch mal besiegen können. Ja, das ist ja auch keine Kollektion, das ist offiziell eine Kampfbox. Ach so. Das steht so drauf. Dann, das muss man schon so sagen. Ja, dann natürlich auch ehrlich sein und sagen, dann sind wir einfach nur zu doof. Einfach nee, also das ist schon ein Unterschied, mein Lieber. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Genau. Turtok Promo VMAX ist auch sehr geil, dass sie mal da ist, ne? Hast du was gesehen oder was, weil du so tief atmest? Nee, ich hab so ein bisschen, ich dachte hier, die hier, aber nee, Sazenia. Das sind die Cousins vom Daniel übrigens. So, eigentlich bin ich ja immer derjenige, der die Älteren zuerst ausmacht, aber... Tja, heute nicht. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Oder? Oder nicht. Oder nicht. Ja, aber das ist ja echt lang mal hinfällig gewesen, dass es von denen so eine vernünftige Karte gibt, nachdem wir jetzt so viel Klurak durchgekaut hatten, ne, in den letzten Sets. Da sind ja die anderen einfach zu kurz gekommen, meiner Meinung nach. Das stimmt allgemein, das Gleichgewicht nicht, meiner Meinung nach. Ne? Also Turtok VMAX und Bisaflor VMAX haben die jetzt rausgehauen, aber... Würdest du denn sagen, dass die das mit Absicht machen? Ich persönlich, wenn ich jetzt bei Pokémon entscheiden dürfte, dann hätte ich alle drei zusammen rausgehauen. Alle drei zusammen. Möchtest du Ultra Prisma oder Flammende Finsternis? Ich sag's mal so, dadurch, dass du nicht so oft Zeit hast wie ich, Videos zu machen, suchst du raus, mein Lieber. Ultra Prisma. Das habe ich mir fast gedacht. Tja, das hast du dir gedacht. Was möchtest du denn aus Ultra Prisma? Die goldene Lunala. Die goldene. Die goldene. Und was fällt dir Goldenes noch ein aus einem unserer Streams? Die goldene Solgaleo. Ey, das war Wahnsinn, ehrlich. Boah, die letzte Karte aus dem Stream. Am 10. April war das. Ja, war mega nice, ehrlich. Mega nice. Und der Kevin hat's gemacht. Ja. Falls du dich dran erinnerst. Das war wirklich last Pack Magic. Mitten in der Nacht haben wir da rumgeschrien wie so Fanboys, ne? Knack, nicht mal eine Holo, oder was? Lass knacken. Gar nichts. Aber wenn da jetzt aber auch wieder nichts rauskommt, mein Lieber. Ja, dann hilft uns die Kampfbox auch nicht weiter. Nee, ich geb sie dann zurück, ich tausche die um.
Ja, wenn man es anständig wieder zusammenpackt, könnte funktionieren. Ey, das ist manchmal wie verhext, ne? Aber was sagst du jetzt dazu, wenn dann Chlor rauskommt? Komm, ich muss gönnen, weil sonst kommt da wirklich nichts dann, raus. Dann schrei ich hier alles zusammen. Ey, ich hatte wirklich schon aus Kollektionen zwei Chlorax, ne? Remax. Ja? Mhm. Welche Kollektion war das? Das war einmal die Echter Stahl, die hier übrigens in meinem Schrank noch stehen. Sehe ich. Die wird aber gesammelt. Ja. So, dann glaube ich noch aus einer Endynalos-Kollektion, glaube ich. Aber ich nix wissen. So, Leute. Lost Pack Magic. Daumen drücken, aber nicht so, ne? Ihr wisst. Ne, Holo. Ja, okay. Okay. Also, man kann jetzt zumindest den Satz sagen, den man eigentlich nicht mehr gern hört. Immerhin ne Holo. Aber ist halt einfach so. Komm, die Sleeves musst du ja zeigen, weil die Sleeves sind ja, ist ja ein bisschen was wert, ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich, jetzt habe ich glaube ich auch bei der letzten Kollektion gesagt, jetzt gibst du für so eine Turnerkollektion, weil du Bock drauf hast, 40, 45 Euro aus und hast dann das. Ist doch echt schade, oder? Die Frage ist halt, darf man jetzt Pokémon Absicht unterstellen oder nicht? Nee, oder kannst ist du nicht. Das pur ist random? Ich denke, das ist wirklich purer Zufall. Das kannst du ja gar nicht so beeinflussen. Deswegen finde ich es ja gut, dass du hier die XXL plus die Sleeves, das finde ich eine feine Sache, weil du zahlst halt so viel, aber hast, wenn du jetzt gar keine Ausbeute drin hast, hast du wenigstens die Sleeves. Und die sind was wert. Ohne Promo hast du ja auch. Ne? Ohne ordentliche Promo, ja. Und wenn dann halt sowas dabei rauskommt, ne, und bei der Bisaflor war ja gar nichts dabei. War ja gar nichts dabei. Mhm. Und das ist halt quasi so ein Trostpreis, ne, die drei Sachen hier. Die sind ja safe drin. Also würdest du eine Kaufempfehlung aussprechen? Nein. Nein. Für UVP? Für UVP? UVP ist wie viel? 29,99. Das ist okay. Hätte ich auch gesagt. Und normalerweise ist es ja so, wenn jetzt nicht der Pokémon-Hype so extrem ist wie aktuell, dann kannst du ja mal vielleicht eine 25 ergattern. Richtig. So war es zumindest vor dem Pokémon-Hype. Und du musst aber auch bedenken, du hast ja die Möglichkeit auf einen Hit. Also so ist es nicht. Du hättest jetzt auch aus Kampfstilen hättest du ja auch ein schönes Impoleon-alternatives Artwork ziehen können. Klar, aber ihr wisst ja, Leute, wir haben ja mal ein Video dazu gemacht, wenn ihr die maximale Ausbeute rausholen wollt aus den Packs, dann müsst ihr anders kaufen, dann lohnt sich die Kollektion natürlich nicht. Keine Kollektion, keine Kampfbox. Ja, dann Leute, hoffe ich, euch hat das Video mal wieder gefallen und wir sehen uns im nächsten Video, würde ich mal sagen. Ja, bis bald. Macht's gut. Ciao. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end.